Ja, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Recap noch. Ich habe mir nach der Sneak noch Booster mitgeholt, 5 Stück. Die hat er noch nach der Sneak rausgegeben, hat noch welche Rest gehabt. Ja, die sind schon offen, deswegen ist es ein Recap. Schauen wir mal kurz rein, was das hier noch sieht, was ich gezogen habe. Also hier war ein unermüdlicher Boxer Betrugskommissar drin. Dann ein Skillsaurier, also viele Commons halt hier noch. Diese Ghoststreak habe ich hier mit gezogen. Hoppala. Ghoststreaks, Villa. Falle noch, ja, die Pumpkin Königin, also ein Waschbär hier und so, ja, die kann man, das muss ich nicht unbedingt zeigen. Die wird früher oder später noch in einem Besitz wahrscheinlich übergehen. Ja, also besonders gezogen habe ich, glaube ich, nur zwei Karten waren gut. Einmal, ne? Geht doch, so. Ja, einmal ihn hier, genau. Den Nummer 6, C96, Finsterer Sturm. Das ist der Chaos-Exit von diesem finsteren Nebel, den man schon kennt. Ja, ist vor Trade-Liner Brauch. Hier noch ein Gigantiburg. Ja, hier noch Ghostrix und so weiter. Bujins. Ah ja, Bujins, wenn ihr Mikazuchi zieht oder den hier, brauche ich noch einmal. Den Bujintai Kagutsuchi noch einmal. Und Yamato brauche ich ganz dringend, suche ich sehr, sehr dringend. Wenn ihr die habt, ja, anschreiben. Und auch edle Ritterzeug suche ich auch. Also da habe ich auch Interesse dran, weil da habe ich ein Deck komplett. Nur fehlen die neuen halt, die neue Edition. So, da haben wir schon die Ultra Rare. Das war, glaube ich, der beste Pull, wo ich hatte. Die Ultra Rare hier. Rückkehr der Monarchen. Genau, Ultra Rare. Auch Vorabgabe, die niemand braucht. Und halt hier eine Rare. Chrysalie Gefängnis. So, ein Bruder Eber. Kettenzündung, bla bla bla. Ein Cho Cho Chan. Drachenschild. Noch ein Exit nochmal und noch ein Geistig. Habe ich jede Menge. Da habe ich fast ein Deck komplett sogar. Ghost Trick. Außer der Exit hat irgendwie auch keiner gezogen in der Sneak. Was sehr seltsam ist. Moment. So. Nochmal ein Eber. Ein Diecrafter. Nämlicher Boxer, Rippendecker. Ja, da habe ich jetzt auch noch ein paar neue Karten vor den Boxern. Mecha Phantom noch im Rare. Der Füßer nochmal. Überleben der Stärksten. Bosheitsfresser Messer und ja, nochmal der Hexi, der ziemlich oft da drin ist. Ziemlich, ziemlich oft. So. Noch den letzten Booster hier. Zack. Da war drin ein Seelenentzugsdrache, wieder dieser, ah ne, das ist Nummer 64, Ronin Waschbär Sandario, ja. Verzauberte Staubenmob, ja, Skelsaurier, nochmal ein Ghostrick, Ghostrick was Drache Lindwurmstrahl und mystischer Wasserdrache und Überleben der Stärksten, ja. Ja, das war so ziemlich alles, was ich drin hatte. Wie gesagt, wenn ihr was braucht, schreibt an. Das war drin und das, also nicht so pralle. Der Exit ist halt cool, ja. Jetzt ein bisschen schlecht, ein bisschen dunkel, ja, sieht man besser, genau. Dass der auf der Matte auch drauf ist, auf dem Booster vorne, die Coverkarte. Ja, wenn ihr was braucht, schreibt an. Wie gesagt, Mugen-Zeug suche ich ganz dringend, wenn ich mir ein Deck bauen will. Und edle Ritter, wenn ihr was habt, sagt Bescheid und ja. Haut rein, danke fürs Zuschauen und bis denn dann. Tschüss.